So, bist du Musik aus? Ja, meine Freunde, jetzt ist endlich soweit. Premiere vom Song Tag des jüngsten Gerichts ist diesen Freitag, 18 Uhr, auf meinem Channel. Und ja, was soll ich sagen? Eigentlich habe ich ein paar Sachen sozusagen. Fangen wir denn an. Ihr fragt euch sicherlich, warum ich nach einem Jahr erst den Song gebracht habe. Ich sage euch mal was. Ich wollte gar keinen Song machen. Okay, ich habe jetzt nicht ein Jahr geschrieben, ich wollte gar keinen Song machen. Das ganze Thema Leben und Tod, das kenne ich Glöckner, das hat mich überhaupt gar nicht mehr interessiert. Mir war das sowas von scheißegal. Was mich aber dann wieder interessiert hat, waren diese ganzen Hashtags und Posts, Bilder von meiner Mutter gepostet, Sachen gegen meinen Vater gepostet, gegen meine Familie, gegen meine Freunde. Und jedes Mal immer Hashtag APMC Hurensöhne und so. Ganz ehrlich, Alter. So, man kann dissen, man kann Rap machen und sowas, aber Eltern, so, das hat in der ganzen Kacke nichts zu suchen. Und jetzt nach einem Jahr Kopfschmerzen und Kompletttherapie von Shimmy und Bushido habe ich mir gedacht, komm, jetzt werde ich dir mal zeigen, was passiert, wenn man so lange auf meinen Kopf tritt, okay? Ich glaube, die Leute haben mich ein bisschen unterschätzt wegen so Songs wie I Need a Girl und VIP und Rain on You und Pop the Bottles. Ich kann auch ganz anders, aber das wissen die meisten Kiddies heute gar nicht mehr. Und deswegen wird es einfach mal Zeit, dass ich jetzt einfach mal zeige, was ich drauf habe. Und ey, ich bin kein Gangster, ich mache keinen Gangster-Rap, aber ich mache einen ganz kurzen Ausflug in die Welt des alten K. Und ich glaube, das wird auf jeden Fall sehr interessant, das wird den einen oder anderen sehr amüsieren. Und die ganzen Sachen, wo sie über mich erfunden haben, und, die Sachen stelle ich jetzt mal gerade und erzähle ich mal meine Perspektive so zu dieser ganzen Sache. Und ich glaube, das ist sehr interessant. Aber der Song wird richtig krass auf die Kacke hauen, könnt ihr euch sicher sein. Und ja, wie gesagt, nun war das letztes Jahr so, Bushido hat seinen Song rausgebracht und meinte halt dann, der hat so ein Ankündigungsvideo gemacht. Vielleicht zeigen wir das mal ganz kurz. Bushido, vielleicht erinnerst du dich noch an dieses Video hier. Ich würde mich freuen, Kay, an dieser Stelle auch noch, wenn du das siehst. Bitte. Behalte dir noch 1% Männlichkeit und lass den Song doch dann auch einfach mal so stehen. Wenn du möchtest, dann antworte drauf, aber bitte geh nicht zum Gericht und geh auch nicht irgendwo hin und verbiete den Song oder lass ihn bei YouTube sperren oder sowas. Also wir haben uns echt Mühe gegeben, auch für die Leute, die das Video drehen und so. Das wäre total schade, wenn der nach einem Tag wieder gelöscht werden würde. So. Also das wäre total scheiße. So. Wäre auch uncool, ganz ehrlich. So, egal, ob man jetzt auf Bushidos Seite ist oder auf Kays Seite oder so. Das ist halt auch so eine Art Competition. Und ich finde, die sollte man auch austragen können, ohne dass halt man so dann direkt gleich zum Anwalt rennt und sagt so, ja, der hat gesagt, ich habe ein grünes T-Shirt an, das stimmt gar nicht, das T-Shirt ist blau, deswegen muss der Song weg und so. So, ihr habt das Video gerade gesehen. Ja, Bushido, deine Worte waren, okay, lass den Track einfach stehen, komm nicht mit deinen Anwälten, komm nicht hier mit deinen ganzen Leuten, lass den Song einfach stehen. Sieh sportlich, ja, ich sehe sportlich. Und ich hab's gemacht, weder mein Vater, meine Eltern, meine Brüder, keiner ist gegen den Song vorgegangen. So, ich hätte auch jemanden schicken können, einfach damit er den Song bremsen kann. So, ich hab's nicht gemacht, da kam nichts zum Gericht, ich hab den Song stehen lassen. Und wenn du ein Mann bist, ja, dann lässt du meinen Song ausstehen. Aber du bist auch ein Fuchs. Du bist ein Fuchs. Ich weiß ja genau, wie du das machen wirst. Du wirst da irgendjemanden nehmen, den ich sonst im Song gedisst habe. Der wird kommen hier mit einem Eilverfahren oder was weiß ich und versuchen, den Song zu stoppen. Aber ich sag dir ehrlich, ich werde jeden Brief, der kommt, von Leuten aus deinen Reihen posten, damit die Leute sehen, was für eine Fotze du bist, okay? So, ich habe deinen Song stehen lassen, du lässt meinen Song stehen. Und wie gesagt, dann bin ich auch happy, okay? Und das wird das allererste und letzte Mal sein, dass ich irgendwie einen Diss gegen euch mache. Und ich meine das ernst. Das ist auch keine Promo, okay? Viele geistig behinderte Leute da draußen schreiben, ah, K1, der kündigt seit mehreren Monaten einen Track an, der will nur PR machen für seine neue Platte. So, ihr Esel, wann kommt denn meine neue Platte? Ich habe sie nicht mal angekündigt. Das heißt, es ist keine Promo. Promo wär's, wenn jetzt nächsten Monat mein Album kommt. Dann wär's Promo. Dann hättet ihr recht, okay, ihr Hater. Aber es ist keine Promo. Weil danach kommt kein Album. Das Album kommt irgendwann nächstes Jahr. Und der Track steht für sich alleine. Der ist nicht gekoppelt an irgendeinem Release. Okay? So, dann hätten wir das schon mal abgehört. Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Ich freue mich, Hardcore ist ein richtig brutales Video entstanden. Und Bushido, ich finde es ein bisschen traurig, dass du sagst, ey, okay, du bist schon raus. Und hier, Shindys Gold-Album ist die Antwort auf meinen kommenden Diss. Ich meine, ich habe dich deinen Track auch machen lassen. Lass doch einfach mal die Leute entscheiden, welchen Song sie cooler finden werden.
Das wäre doch mal fair. Und ich würde einfach mal sagen, abwarten bis Freitag und dieses ganze Rest in Peace, Time of the Day One, so mal gucken, ob ihr das am Freitag noch schreiben werdet. Wie gesagt, das Blatt kann sich sehr schnell wenden und ich freue mich auf einen mega bösen Diss-Track, mit dem ich kein Geld verdienen werde. Ich habe sehr viel Geld reingesteckt, sehr viel Arbeit reingesteckt für meinen Seelenfrieden. Okay, also, haut da rein und Bushido, viel Spaß.